frischer Kastanienbaum. Du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlings Lebenslust? Es geht eh ganz gut, wenn man bedenkt, dass du noch ein Neuer bist. So? Nein, ich freu mich. Na, was ist da mal nicht weiter? Ja, aber los, der Dozent. Wir müssen ja nicht die Welt niederreißen. Wenn wir ein bisschen langsamer arbeiten, haben wir unsere Überstunde aus. Siehst du das? Das ist vorläufig nur deine Schwäche. Du bist zu schnell. Ja, wieso denn? Ich will ja nur, dass wir fertig werden. Damit wir früher zu Hause kommen. Was ist so? Genau. Du bist ein kleiner Niederreißer. Und dein zweiter Fehler ist, dass du mit den Kunden viel zu viel redest. Was ist der Feier? Nein, ich hab da keine Feier, bin ja nicht drauf. Ich muss da mit den Kunden reden, wenn ich merke, dass sich wer wo nicht auskennt. Und schau, was musst. Stehen musst. Was geht denn das um, ob sie die Kunden auskennen oder nicht? Steht eh Beschreibung dabei, die sollen es lesen, verstehst? Ja. Da musst du denn der Vorfernseher? Da drüben steht er. Oh, aber das ist doch kein Vor! Hat an, wie Bierdaseln, aber sieht nichts. Aber da ist er doch! Da! Ah ja, Color Television! So, na, mach mal's an! Ja, logisch. Aber du hast geglaubt, das drum hupft von selber auf. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass der Mundl wieder eine Arbeit hat. Glaube ich da eh. Ein Mann braucht eine Arbeit, sonst kommt er auf depperte Gedanken. Willst du feiern? Magst du den Schluckern? Ah, danke schön, Herr. Also, Mensch, kein Gust einfach. Begreifst du das nicht? So was soll es geben? Bei dir natürlich nicht. Auf Saufen hat der immer einen Gust. Aber auf sonst nichts. Ich bin ihm wurscht. Sehr lustig. Wollt der Mundl seine Augen? Das weiß ich nicht. Die Hauptsache ist, dass er eine hat. Und der Mundl ist kein Heimhocker, der muss ja was zu tun haben, weil sonst ist es nicht. Ist ein schöner Trott. Wenn ich den Mundl, seine Augen nicht, dann kann ich lieber strempeln. Bitte. Und was anderes ist, wenn es eine schöne Arbeit ist. So wird ich meine zum Beispiel. Weil die ganze Nacht nicht daheim ist. So ist das etwas anderes. Die werden nie begreifen, warum der Mundl damals nicht zu uns gekommen ist. Weil er bei uns sogar eine Glocke gelegt hat. Ja, aber bitte, wenn er im Genuss steht, dann soll er sich halt dahin in die Bandscheiben holen. So ist das Leben, Sellerie. Der eine holt sich eine hinige Bandscheiben, der andere eine hinige Leber, weil er wieder ein Loch saugt. Nicht wahr, ihr Hausbesorger? Geh weg. Ach, also. Muss gehen, der Mundl kommt dazu was. Führt euch. Führt dich. Die Eier bringen den Morgen zurück, gell? Fragst du nicht dumm? Ich hab jetzt zwei in Reserve. Aber mit Luft drin. Gute Nacht. Sagt's nicht zu viel. Ich dachte, alles wissen. Gehst du euch gar nicht fort? Das heißt, ja, dann auch. Gehst du jetzt fort oder nicht? Ja, geh fort. Das ist leichter. Kannst du auch mal daheim bleiben. Mit uns Karten spielen. Also lesen kann man da nicht. Du brauchst lesen. Was lest denn überhaupt? Niemand ist eine Insel vom Zimmel. Adel von gehirngeschädigten Kindern. Und das gefällt dir, wenn du über Rauschkinder lest. Ich hab das Buch gleich gelesen, ist leiwand. Aber du interessierst dich für gar nichts. Du hast eben keine Bildung nicht. Mit so einem Menschen muss man sich direkt genieren. Na los, Herrn! Geniert sich die Frucht halt für seinen Vater! Die Leute sind eben heute anders als wir gewesen, Santoni. Nein, nein. Stimmt schon. Red nicht so blöd. Mit dem Sieg meinem Kollegen habe ich auch dauernd eine Havarie. Dem mache ich auch nichts recht. Mit dem bin ich auch ein alter Trottel. Wenn ich einmal so mit meinem Vater geredet hätte, hätte er so ein Watschen gekriegt, dass er 14 Tage der Schädel gewogelt hätte. War nicht gesagt, dass du ein Trottel bist. Das hat er wirklich nicht gesagt. Ja, dann hat er sich's halt nur gedacht. Kannst du nicht einmal eine Ruhe geben? Wirklich andere Probleme als mit dir herumzustreiten. Ja, das gehört doch nicht. Dein Bub hat Probleme. In deinem Alter weiß man noch gar nicht, was Probleme sind. Scheiße. Die Eltern wollen nicht, dass der Kalle mit der Jugend geht. Wieso nicht?
Wieso wollt ihr das nicht? Reg dich nicht auf, Papa. Jim und ich, wir sprechen halt alles durch. Brauchst keine Angst haben, mit denen haben wir ja schon fertig. Was bieten die sich denn überhaupt, ne? Was glaubt ihr denn, wer das sind? So können die doch mit uns nicht umspringen. Natürlich, wer das sagen wirst. Die glauben, wir sind vielleicht Roten oder was? Das ist ein Karlis, Sucht. Da hast du dich nicht einzumischen. Wieso nicht? Ja, das ist der Franzi. Was will denn der da? Weiß ich nicht. Die Hauptsache ist, du bist heute ein bisschen freundlicher mit ihm. Ich bin doch eh alle bei freundlich. Ach so? Aber ich lass mich noch nicht gern von so einem Bettbranz ab Schnee halten. Zuerst sagt er, hat einen Posten für mich, dann lass ihn einfahren, dann ist nichts. Da kann doch der Franzi nichts dafür. Macht's keine Kinder? Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung. Abend, der Franzi. Ja. Sitzen Sie noch da. Danke. Ein echter. Was? Maulkorb. Fernsehen ist halt auch nichts. Aber die Hauptsache, die Leute kaufen sich einen Vorabfernseher, damit sie den Schaß auch noch im Vorab sehen. Ja. Na, also, wie war's im Rundfunk? Ja. Es ist gut gegangen, Mama. Der Redakteur hat gemeint, dass im Franzis nächstes Hörspiel mit einer ganz großen Besetzung gemacht werden wird. Ja. Lauter Burgschauspieler und so. Aber, das freut mich. Die Amundika? Ja, ja. Ich stehe auf Burgschauspieler. Na, ich tat's Ihnen kennen, Herr Franzi. Mein Mann auch. Amundika? Ja, ja, ich verkunde ihm ja eh alles. Von mir aus kann er Weltmeister im Dichten werden. Was haben Sie eigentlich gegen mich, Herr Sa-